Sie werden in der Vektorgeometrie natürlich häufig die eine Ebenenform in die andere umwandeln müssen. Der häufigste Fall und der wichtigste Fall, denke ich, ist der, wenn man aus einer Parameterform oder Parametergleichung eine Koordinatenform machen muss. Und um das umzuwandeln, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich werde mal die drei häufigsten oder wichtigsten hier als Beispiel vorführen. Die erste Methode ist meines Erachtens nach auch die beste und schnellste. Die geht über das Kreuzprodukt. Das Kreuzprodukt finden Sie auf der Mathe-Seite im Kapitel Vektorgeometrie 0503. Die zweite Methode, eine Parameterform in eine Koordinatenform umzuwandeln, funktioniert über das sogenannte, ist die Methode über das Skalarprodukt, sagt man. Das Skalarprodukt finden Sie natürlich ebenfalls auf der Mathe-Seite unter V0502. Und die dritte und letzte Methode, die ich vorführe, ist die Methode über ein lineares Gleichungssystem. Die Methode über das Kreuzprodukt zeige ich in den Beispielen 1 bis 3. Die Methode über das Skalarprodukt in den Beispielen 4 bis 6, Entschuldigung, drei Stück. Und die Methode über das LGS sind nachher Beispiel 7 bis 9. Das sind die gleichen Rechenbeispiele also, sprich Beispiel 1 bis 3 sind die gleichen Ebenen wie Beispiel 4 bis 6 und die gleichen Ebenen wie Beispiel 7 bis 9, nur eben über verschiedene Methoden gerechnet. Kurz nochmal, wahrscheinlich fangen Sie in der Schule andersrum an. Vermutlich ist die erste Methode, die Sie lernen, die Methode über das LGS. Gleichungssysteme dauert lang, hat einige Sonderfälle und man verrechnet sich sehr häufig. Meistens so Rechenfehler. Die Methode über das Skalarprodukt geht schneller. Streng genommen müssen Sie das Skalarprodukt nicht sicher wissen oder beherrschen. Also Skalarproduktmethode ist wesentlich besser als das lineare Gleichungssystem. Allerdings hat es auch noch ein paar Sonderfälle. Und wie gesagt, meines Erachtens die beste Methode geht über das Kreuzprodukt, auch Vektorprodukt genannt. Würde ich mal sagen, geht halb so schnell oder noch schneller als die anderen beiden. Es gibt keine Sonderfälle. Man kann sie natürlich auch verrechnen, Rechenfehler, aber trotzdem erfahrungsgemäß ist es die beste. Sprich, wenn es Ihnen erlaubt ist, die Methode über das Kreuzprodukt zu machen, machen Sie die. Ansonsten gibt es natürlich noch die anderen Methoden. Gut, genug geredet, wir fangen an, gucken sich die Rechenbeispiele an und Sie werden ja sehen, welches Sie anschauen. Bis gleich.